Hallo liebe YouTuber. Also vielen, vielen Dank erstmal an euch alle, weil ihr habt schon wieder so ein überwältigendes Feedback auf mein Video von Samstag gegeben, dass ich mal ein kurzes Update doch nochmal schicken muss. Und zwar, ihr habt so oft diesen schönen Korbkranz schon bestellt. Wir hatten hier immer Kundschaft und dann habe ich gesagt, ja, da sind schon wieder E-Mails mit Bestellungen und ich bin überhaupt nicht nachgekommen und habe gedacht, so Wahnsinn. Und jetzt haben wir einfach noch mal ein paar schöne Varianten und hier sieht man auch hinter mir schon so ganz tolle Hasen. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach ein kleines Video, in dem ich euch mal zeige, was wir noch so Schönes haben und was ich euch auch versenden würde, gibt nämlich auch Kränze. Und das ist jetzt wirklich so ein kleines Margit-Oster-Spezial. Ja, und jetzt dazu drehe ich jetzt mal die Kamera um, um euch das mal alles gut zu zeigen, weil ihr wollt ja die Sachen sehen und nicht mich, ne? Also, bleibt mal dran. So, los geht's mit unserem kleinen Rundgang. Ich bin hier vorm Laden und wir haben hier diese schönen, gefüllten kleinen Narzissen. Ich hoffe, die packen das mit dem Nachtfrost, aber wir haben es trotzdem mal riskiert. Und wir haben hier das Schaufenster mit Zweigen, mit einer riesen Vase Tulpen. Also die sind echt, haben wir schön gestaltet mit Osterkarten. Und jetzt gehen wir mal rein. Ach, und ich habe hier noch ein Unikat im Angebot, da zeige ich euch noch mal ein Foto. Das ist ein ganz tolles Tulpenbild, aber das zeige ich euch von drin noch mal. Das würde ich auch versenden. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und das ist hier ein wunderschönes Bild mit Tulpen. Da schreibe ich euch noch mal die Abmessungen rein. Das ist mit Acrylfarbe gemalt und das passt jetzt natürlich wunderbar in die Jahreszeit. Und das würde ich für 45 Euro plus Porto, genau hier ist der Preis, versenden. Abmessungen folgen. Dann habe ich im Angebot diese süßen kleinen Nestchen. Die sind jeweils für 5 Euro, diese mit Wachteleiern und die sind aus Chinaschilf und Pampasgras gewickelt. Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich Pampasgras. Es gibt noch diese hübschen Hasen, diese Hasenköpfe mit Nest. Und da muss ich gleich mal nach den Preisen gucken. Das Nest ist 24 Euro und der Hase ist für 14 Euro. Und ja, wenn ich jetzt so viele Kleinigkeiten auch zeige, ihr verzeiht mir vielleicht, dass ich einfach sage, ich hätte gern so einen Mindestbestellwert schon von 25, 30 Euro, dass ich jetzt natürlich die Nestchen nicht alleine versenden kann, weil die muss ich polstern und die kann ich in den Pack, die kann ich ja nicht in der Warnsendung logischerweise nicht reinmachen. Dann gibt's auch hier so schön dieses Nest mir fürs Straußenei. Das ist ein Nest, das kann man tatsächlich einfach nach Ostern wegpacken. Und das ist durch dieses Moos und durch die Zweige, das hält sich wirklich ganz toll. Und das kann man immer als Deko wiederverwenden. Das gibt's hier jetzt also mit den Federn, das gibt's mit Wachteleiern. Und wenn jemand sagt, oh, ich hätte gern rosa Wachteleier drauf oder da sind wir völlig flexibel, das machen wir euch, das ist überhaupt kein Problem. Die Straußeneier versende ich für jeweils 14 Euro. Gibt es auch dann mit so einem Weidenring, wer will. Hier haben wir jetzt natürlich viele in das Nest gepackt. So, dann haben wir immer schöne Pflanzen, die versende ich natürlich nicht. Auch mal ein ganz spezieller Strauß, das wäre auch mal was Schönes vor Ostern. So eine, mal eine ganz andere Konstruktion. Und was ich ja liebe, sind ja diese Hornveilchen. Guck mal, wie süß die sind. Diese Gesichter, ich finde, das ist herzallerliebst. Aber naja, um die geht's jetzt hier nicht im Video. Das, euer Feedback zu den Körben, das war echt überwältigend. Diese Körbe, die unten diesen wunderschönen geflochtenen Boden haben. Das haben wir jetzt nochmal anders gestaltet. Und zwar hier haben wir in diesen Korb ein Huhn reingesetzt. Da haben wir einfach ein bisschen Moos, Federn, Spinosa und haben dem schönes Zuhause gegeben. Der Korb komplett mit dem Huhn und so mit der Deko, das schreibe ich euch immer auch nochmal in die Titel rein. Das würde ich euch für 59 Euro versenden, so komplett wie es da steht.
Der Korb nur pur ist für 39 und den haben ja auch viele bestellt. Und hier hatte ich ihn ja auch im Video gepflanzt gezeigt. Ja, dann ist hier zum Beispiel auch noch sowas, ein Straußenei, das ist ein bisschen kleineres Nest drumherum, aber auch mit den schönen Perlhuhnfedern. Hier seht ihr schon, da brauche ich es gar nicht schreiben. Die Kollegin hat es wunderbar ausgezeichnet. Der Hasenkopf besticht natürlich auch, wenn er mit ein bisschen Natur umrankt ist. Wenn er alleine da sitzt, ist er auch schön. Aber ich finde immer so ein bisschen Deko dazu, die macht schon richtig Stimmung. Ja, und dann kommt hier der Knaller. Da muss ich sagen, das ist jetzt der Boss. So, Moment, muss ich mal den Zettel wegmachen. Da zeige ich euch auch nochmal ein Foto, wie groß der ist. Das ist ein wunderschöner Hasenkopf. Und der, also den, mein persönlicher Favorit ist das. Und jetzt muss ich mal den Zettel weglegen. So, da lege ich mal den Zollstock daneben, um euch auch eine Vorstellung zu geben, wie groß der ist. Der ist circa 34, ne, doch 34 Zentimeter hoch und breit ist der etwa 18, 17, 18 Zentimeter. Das ist also hier jetzt so ein richtig hübscher Hasenkopf, stützt auch so toll seinen Kopf auf und hat richtig große Ohren. Das ist ein mega schöner Hasenkopf. Und dazu, dann habe ich den in einen Ring aus Pampasgras und Heidelbeere gesetzt. Das ist nochmal ein extra Video, glaube ich. Und ich finde, dass wenn der jetzt hier so drin sitzt, also ich glaube, sowas muss ich auch haben. Den finde ich einfach gigantisch. Den versende ich euch, Hase 45 Euro, der Ring für 10 Euro, also komplett für 55 Euro versende ich euch den. So, dann gucken wir mal, was es noch zu versenden gibt. Körbe, ihr fragt mich ja manchmal nach Körben. Ich habe noch so schöne Körbe mit Füßen, mit dieser tollen Champagnerbeschriftung. Die haben auch einen Metalleinsatz und da passt auch genau so ein schwarzer Eimer rein, wenn man den bepflanzen will. Und das kann man sich natürlich sehr, sehr schön vor die Haustür stellen, links und rechts. Da habe ich noch zwei Stück. Ich habe natürlich viel mehr andere Körbe. Und jetzt zeige ich euch noch meine Türkränze, die ich aktuell habe. Das ist jetzt ein China-Schilfkranz und der ist auch so schön nestig mit diesen Federn, Wachteleiern, ein paar Eierschalen, auch ein Band aus einem mintfarbenen Jute und auch hier wieder die Perlhuhnfedern, also so richtig natürlich nestig und auch ein paar Zweige. Der ist für 38 Euro. Dann habe ich hier noch einen sehr schönen Kranz, der mit Weide und mit den Eiern. Der ist auch für 38. Da ist ein bisschen Moorbirke dran. Hier sieht man auch so schön diese kleinen, ja, diese Fruchtständchen. Und die bleiben auch so, wenn der kein Wasser hat, dann bleiben die super erhalten. Und der ist auch auf einer Mooskranzbasis gewickelt, mit dem gelben Band genau passend. Und dann habe ich noch einen letzten Naturkranz. Den habe ich dann mal gemacht. Der ist wirklich aus Natur mit Weinranken, mit Chinaschilf, mit Heidelbeere. Also ein Kranz, der jetzt nicht nur an Ostern, sondern dem einfach ganz toll hängen lassen kann. Der ist für 24 Euro. Ja, das war jetzt mein kleiner Rundgang. Und wer jetzt sagt, oh, ich habe jetzt die Körbe schon bestellt, Margit, bei dir, und ich hätte jetzt gern noch so ein Huhn dazu oder einen Hasenkopf oder ja, könnt ihr euch überlegen, meldet mir einfach nochmal. Ich mache, habe eine große Liste und noch habe ich es im Griff, noch geht's. Und ich freue mich einfach auf eure E-Mails, Bestellungen, Kommentare. Und es war jetzt so ein kleines, ungeplantes Video, aber manchmal muss man halt auf die aktuellen Gegebenheiten auch reagieren. Und das habe ich jetzt einfach gemacht. Ihr Lieben, habt einen wunderschönen Sonntag und ich umarme euch. Bis bald. Tschüss.